Hi, ich bin der Vlog-Anfang. Und ich versuche gerade den Monitor zu benutzen. Hat vielleicht gerade noch den Deckel vorne drauf. Ich wusste nicht mal, dass wir noch einen Deckel haben. Ich baue mir gerade ein bisschen das Kamera-Setup um. Es ist ultra schwer. Willst du mal hochheben? Nee. Es ist wirklich heftig schwer jetzt durch den Monitor. Und ich finde es viel besser durch den Monitor jetzt. Alles für bessere Qualität. Und ich darf euch vorstellen, neue Mitglieder des Team Waffe. Einmal Luisa. Hallo. Erzähl einmal schnell, was du jetzt machst hier bei uns so im Team. Ich mache jetzt die Verwaltung hier. Also Buchhaltung, genau, Urlaubstage. Alles, was dazugehört. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie alt bist du, was hast du vorher gemacht? Ich bin 23 und ich war davor ein Jahr in der Personalabteilung und habe davor meine Ausbildung gemacht. Macht zur Industriekauffrau. Das ist ganz lustig, wie Luisa zu uns gekommen ist. Zeigt mich übrigens auch mal. Hallo! Ganz lustig, wie Luisa zu uns gekommen ist. Nämlich, wie ihr seht, alles ist hier noch in Baustelle. Und so wie ich das verstanden habe, arbeitet dein Freund hier für uns auf der Baustelle. Genau. Und über ihn hast du quasi den Job hier gekriegt. Ja. Sehr cool. So, ich gehe direkt einen Schreibtisch weiter, weil wir haben sehr viel Neubesetzung momentan. Nummer zwei, Julian ist auch neu bei uns im Team. Ja. Julian ist Cutter, wie man sieht. So, genau das gleiche Spiel wie bei Luisa. Ja, ich bin Julian, bin 24 Jahre alt, unterstütze jetzt Düs beim Schnitt. Ich mache die Shorts und ich habe vorher hauptsächlich Konzerte, Musikvideos und Kurzfilme gedreht. Sehr cool, sehr cool. Und du bist über unsere Videobeschreibung auf uns aufmerksam. Genau, ich habe in die Videobeschreibung geguckt, das Formular für Cut ausgefüllt. Und dann, und dann bist du jetzt bei uns im genau, Team. Richtig. Zweiter Tag mittlerweile, ne? Zweiter Tag, ich bin gestern angekommen. Wie gefällt es dir bis jetzt? Sehr gut. Ja, sehr schön. Alles sehr nett auf jeden Fall. So haben wir einen guten ersten Eindruck gemacht. So, Luisa, dich habe ich gar nicht gefragt, wie gefällt es dir denn? Ihr bist jetzt ganz gut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, ich bin nicht die beste Interviewerin. Herzlich willkommen zu Vlog-Tag Nummer 2. Ihr habt ja gestern schon die Luisa kennengelernt. Das wird heute nochmal vertieft, denn Luisa, Nathalie, Team Nummer 1 und da hinten sitzt auch Gerrit. Der wird gleich mit Dustin Team Nummer 2 sein. Und wir probieren ein paar Süßigkeiten für den Vlog. Ist zwar nicht genug für ein Hauptkanalvideo, aber umso besser für euch, denn es ist genug für den Vlog. Wir haben nämlich von Sugarfari, zeige ich das mal, ganz viele Süßigkeiten zugeschickt bekommen. Und ihr könnt jetzt mal probieren und euer Feedback dazu abgeben, was ihr am leckersten findet und was ganz schlimm ist. Da kommt Team Nummer 2. Hallo, wir sind Team Nummer 2. Also, ihr dürft auch genauso wie die Mädels Süßigkeiten eurer Wahl probieren. Und ja, sagt, was ihr dazu so findet. Ich habe gesehen und dachte, dass dir das nicht aussehen wie Scheiße. Die da? Ja. Ja, schon ein bisschen irgendwie so ein Vogel oder so Kaninchenkot. Was ist das? Das? Nee, die hier. Das ist schleimiger. Willst du anfangen? Ja, ich fange mich hier an. Ja, gut, die sind ja. Die kleben aneinander. Ich wollte gerade sagen, die sind so. Ich kann auch mit rumkommen. Die ja, Kamera gerne. An sich gerne. Komm gut dazu. Das sind so diese, wo man so schön sagt, Blombenzieher, ne? Mhm. Glaube ich, die sind so richtig schön. Ja. Aber sehr lecker. Also es ist einfach nur Schokolade. Mit Karamell. Okay, ich mag kein Karamell. Magst du Karamell sehr gerne? Ich werde es mal probieren. Oh, die sind sehr fest. Hm. Ich hätte gedacht, dass die weicher sind so. Aber ein bisschen wie Daim finde ich eigentlich ganz lecker. 3,8 von 5. Man kaut sehr lange drauf rum. Ich bin da auch ganz gespannt drauf. Ich bin nämlich ein sehr großer Apfelring-Fan. Ja, da kann man nichts mit falsch machen. Sugarfari ist Süßigkeiten um die Welt quasi. Mhm. Also genau, die sitzen in Berlin am Potsdamer Platz, glaube ich. Mhm. Und die haben so von, ja, aus aller Welt, also auf der Webseite kann man das auch nach Ländern sortieren. Mhm. Also es ist richtig lecker. Sieht aus wie so ein roter Apfel. Ja, schon mal. Was waren die hier? Die. Das ist Frankreich, glaube ich. Ja. Die hier. Finde. Ja, die sind auch lecker. Sehr lecker. Schmecken halt wie so rote Gummibärchen als Apfelring. Ja, ich hatte einen grünen, der hat relativ normal geschmeckt. Willst du nachspülen mit Pop Rocks? Gibt's auch in Cola-Geschmack, haben sie euch übrig gelassen.
Aber ich will Zuckerwarten-Geschmack hier, mach mal Hand drauf. Darf ich mir ganz kurz die Hände waschen gehen? Ja, klar. Ja, ich probiere schon mal, weiß nicht, wie viel ich davon nehmen darf. Ich glaube, mir explodiert gleich die Fresse. Mach mal den Mund auf. Man hört es nicht. Ich hab's gehört. Oha. Ist das das, was früher dann immer so geknallt hat auf der Zunge? Da gab's doch immer so auch dieses Kaktuseis, das hat doch oben die Spitze. Ja. Ist das sowas in die Richtung? Das fand ich mal super witzig. Wusstest du, dass das Kaktuseis das nicht mehr hat? Das prickelt nicht mehr oben. Mm-mm. Es ist nur noch weiße Schokolade. Echt? Mhm. Ich hätte noch eins im Tiefkühler. Noch eins von den Guten. Ja, das ist auch noch nicht so alt. Also ist die auch erst gekauft worden. Ach so. Hm. Aber vielleicht hatte ich dann einfach ein Scheißeis. Vielleicht haben die das noch. Ja, mach den doch mal auf. Sie fragt, ob das ist beides. Ist das wahrscheinlich mit Cola-Geschmack und das schmeckt nach Cotton Candy? Dann lasst doch eins für die Jungs und sucht euch das aus, was ihr lieber essen wollt. Das? Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Nach Cotton Candy halt. Oh ja. Man hat das schon voll. What? Ja. Na, das dauert ein bisschen. Okay. Aber das ist nicht sauer, das ist super süß. Ja, voll. Man kennt jetzt, wenn das so hinten dann gegen den Gaumen springt. Ja. Ich finde das Gefühl so witzig. Das macht halt Spaß. Das schmeckt nicht irgendwie super speziell, aber es macht halt Spaß. Ja, ja. Das ist eher so ein Entertainment. Aber es schmeckt schon nach Zuckerwatte. Also es ist halt wirklich sehr, sehr süß. Ja. Ja, schon heavy. Aber kann nicht reden. Zuckerwattengeschmack ist halt übel dumm, weil Zuckerwatte schmeckt halt einfach nur nach Zucker. Aber keine Ahnung. Der Effekt ist geil. Das ist eine 5 von 5. Muss man seinen Finger vorher anlutschen, bevor man da reingeht. Ich würde dir so ein bisschen in die Hand reinschütten. Und dann. Dann rein in die Luke. Boah, ich wette Nacht, also wenn Timo irgendwann, wenn er mal wieder hier ist, das sieht, dass er das durch die Nase ziehen würde. Oh mein Gott. Das ist eine offiziell formulierte Wette jetzt. Einfach in die Fressluke. Ich glaube, du darfst nicht zu viel kauen, dann explodiert es nicht so krass. Ja, Mund auf. Nein. Das möchte ich wirklich nicht. Nee, es poppt halt nicht so viel in meinem Mund. Vielleicht hast du einfach eine richtig trockene Fresse. Das funktioniert nur mit Speichel. Ja. Ist halt einfach nur süß. Würdest du mich jetzt erfüllen an einem Tag, wo ich sage, ich brauche was Süßes? Dann kann ich auch Zucker in die Fresse kippen. Ja, also geschmacklich geht so. Ja, 1,5 von 5. Ich war begeistert. Ja. Hier ist einmal so. Ja, ich glaube, da ist eine Brause drin in der Toilette und dann kannst du den Lolli in die Toilette tun. Wir haben auf jeden Fall noch so saure, aber ich habe echt Angst, dass die echt übel sauer sind. Ja, die sind, glaube ich, aus den USA. Da stand irgendwie super mega sauer. Da machen immer alle so lustige Gesichtsausdrücke, deswegen dachte ich, komm. Ja, da muss man mal nachhören. Wenn du sie probierst. Ich glaube, ich probiere die jetzt mal. Das hat sogar so eine Form. Ist das ein Kamelhaufen? Nee, das ist ein Kamelball. Ach, das ist ein Hoden. Also, die sehen das nicht erwartet. Perfekter Titel fürs Video. Ach, das ist ein Hoden. Die sehen auch sehr interessant aus. Ich finde, das hat so ein bisschen was von so einem Jellybean. Stimmt, von der, vom Aussehen. Oh, das ist eklig. Oh nein. Und da schmeckt es. Da ist ein flüssiger Kern drin, was erstmal schon schmutzig ist. Aber nee, das schmeckt. Schoko oder? Nee. So ein bisschen. Also da steht sauer drauf, aber das ist ein Lacher. Also es ist wirklich sauer. Schmeckt nach so alten, nach so Karnevalbonbons, die man noch irgendwo gefunden hat. Oh. Hier ist auch was, da steht russisches Roulette drauf. Ja, das haben wir gestern gesehen. Steht also, der Text ist französisch? Nee, hier unten steht, entweder es schmeckt richtig, richtig gut oder halt einfach scheiße. Ach ja, delicious or very weird. Okay. Dann gucken wir doch mal. Russisch Roulette hört sich genau richtig, finde ich. Ja, ne? Hab ich mir auch. Dann legen wir das mal hier so ganz prominent hin. Und wünschen den Jungs ganz viel Spaß. Also es ist entweder lecker oder es ist eklig. Aber hier ist auch eine orangene Kugel und der Rest ist gelb. Jetzt frage ich mich, ob die orangene Kugel die eklige ist. Und ich fürchte, dass wir das herausfinden müssen einfach. Ja, ich werde das. Oh, es ist auch noch eine hellere dabei. Oh mein Gott.
Die sehen alle irgendwie aus, als hätten man so Erbrochenes. Und so Eiswürfel, runde Eiswürfel. Geschäftsidee. Okay, du darfst dir dann erst aussuchen, dann hast du die höhere Wahrscheinlichkeit, einen nicht. Ich würde den hier nehmen. Okay, dann nehme ich den dunkelorangenen für die Wissenschaft. Beißt man da drauf oder lutscht man das? Weil wenn es eine Lutschkugel ist, kotze ich direkt. Ich glaube, man beißt da drauf. Ah, da ist Uwe! Sehr gut, wir haben dich schon vermisst. Komm dazu, kannst auch mitprobieren. Uwe ist unser neuer Praktikant. Du warst noch gar nicht im Blog, ne? Nee, bis jetzt noch nicht. Sehr gut. Wir haben auch eine russische Roulette-Kugel. Die kann entweder lecker oder scheiße schmecken. Okay. Nee, das ist mir ganz lecker. Die sind. Aber ich habe Angst. Ich weiß immer noch nicht, was heißt denn Scheiße? Es ist halt eine andere Sprache. Das sind Gumballs, also man wird kaufen müssen. Es ist französisch, es ist nicht so exotisch. Ja dann. Ich weiß halt nicht, ob ich das glaube schon, aber das schmeckt einfach generell scheiße. Ich glaube, meins ist scharf und schmeckt echt schlimm. Meiner ist einfach süß. Dann hattest du einen guten. Gibt's nur einen guten? Ich weiß es nicht. Der schmeckt wie dieses Rahmenpulver oder so. Ich glaube, ich hatte den einen sehr guten. Der hat so gut, ja. Ich würde noch 5 von 5 geben, ist schon ganz lecker. Sieht aber auch aus, als müsste das scharf sein, weil hier so der eine ist so rot angelaufen und ist am Weinen. Ja, das ist auch, also scharf ist halt auch. Ungefähr so wie du. Kennst du das hier? Nee, was ist das? Das ist aus Mexiko. Mhm. Das hat bei mir so Erinnerungen wachgerufen, deswegen habe ich das bestellt. Das nennt sich Pelon, weil Pelo ist Haar auf Spanisch. Dann hat er gestern schon mit rumgespielt. Das schmeckt nach Tamarinde. Was ist Tamarinde? Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben. Und dann drückt man so hoch und dann kommt das halt eigentlich dann wie so Haare aus diesem Ding raus und dann lutscht man das immer weiter ab. Also so ein super bekanntes Kindersüßigkeit in Mexiko. Also Tamarinde ist so ein sehr spezieller Geschmack. Das mag auch, also das entweder man mag es oder man mag es. Geil. Ja. Ja. Ja gut, hier drin riecht es halt auch nach Baustelle. Ich weiß nicht, ob das besser macht oder nicht. Doch, aber es ist nicht das, was ich erwartet habe. Nee. Das schmeckt irgendwie herzhaft, aber auch süß. Es sieht halt super fies aus und es wird auch super klebrig und babschig und so, aber es ist für Kinder halt voll die witzige Sache, dass du halt den so rausdrückst und dann kommt das wie so, wie diese Knetdinger früher, wo man dann die Haare so rauskam. Ja, ich verstehe schon. Also mein Geschmack ist das gar nicht. Okay. So, du bist neu dazugekommen, jetzt kannst du entscheiden, was er als nächstes probiert. Boah, was Leckeres. Lass uns doch mal hier, die sehen ja aus, als könnten die eigentlich nicht schlecht sein, oder? Das sieht aus wie ein Apfelring. Ich mag Apfelringe. Du möchtest nicht mehr. Sind das die aus der Haribo-Packung, wo die reingewotzt haben? Was ist denn mit dem Ocean Jelly? Ja, probier doch den Ocean Jelly. Was ist der Ocean Jelly? Ist ja was wie ein Klostein, aber mehr. Das könnte auch die WC-Qualle sein. Na dann. Wie sind die Gummibärchen? Besser. Gummibärig. Mhm. Bisschen sauer. Hier ist Zuckerli drin. Zuckerli. Frag mich halt, wie so ein Jelly einzeln verpackt ist. Das muss ja eigentlich nur ein Gummibärchen sein, oder? Möchte jemand ein Stücken? Nee. Versuchen, den so in meinen Maul zu klatschen. Kann man das essen? Sind das wirklich alles Süßigkeiten? Ja, das sind alles Süßigkeiten. Brauchst du Hilfe? Also das ist ein enorm klebriges Gummibärchen und es schmeckt nach nichts. Aber es könnte auch an dem Ball liegen, dass ich nichts mehr schmecke. Muss jetzt nicht sein, vor allem so einzeln verpackt. Ich fand richtig dämlich, wenn das Ding ein bisschen weniger klebrig wäre, dann würde man das auch einfach größer Sinn machen. Ja, also hier kann man wirklich nichts herleiten. Das sieht einfach nur random aus, aber es sind auf jeden Fall verschiedene Einzelne drin. Deswegen würde ich sagen, das ist doch was wir ausprobieren können. Es sind genau drei, perfekt. Die sind zitronenförmig, oder? Scheint dann sauer zu sein, denke ich mal. Boah, die sind voll hart außen. Nee, was ist das? Kann man auch so sauer? Das riecht wie ein Cocktail. Und dann sauer. Prost, oder? Ja, frei damit, ne? Ist das wie ein Kaugummi? Keine Ahnung. Ist das so ein Mochi? Ich kann absolut nicht sagen, was es ist. Ich glaube, es ist kein Kaugummi.
Wenn doch, ist es der weicheste Kaugummi, den ich jemals gegessen habe. Oh, wie so ein normaler Kaugummi nach einer halben Stunde, ne? Aber ist es sauer? Ist es süß? Schmeckt wie diese Apfel-Rubber-Rubber-Dinger. Aber ich dachte, die wären gefüllt, weil der eine hier so eine Mütze hat, was aussieht wie Füllung. Geht. Es ist nicht so schlecht, ist aber auch nicht so gut. Normalerweise definitiv bevorzugen. Als Kind aus dem Kaugummi-Automaten wäre das geil gewesen, aber sonst. Ja, das stimmt. Ja, okay. Ist okay. Gut. Und hier so Brezeln mit Erdnussbutter. Mhm. Ich hatte die nämlich letztens, als ich vom Flughafen habe, die noch mitgebracht. Die waren dann so dieses Weiße von Oreo gedippt. Ja, ich kenne die auch mit Milchschokolade, finde ich auch sehr lecker. Oh, die Creme auch gut zusammen. Ein bisschen rausbrechen. Und zwar, kannst du Erdnussbutter essen? Nee, wegen den Nüssen nicht mehr. Ja. Ja. Und so kleine Salzbrezeln mit Erdnussbutter. Voll geil. Aber ich liebe Erdnussbutter auch. Ich sollte es zwar auch nicht essen, weil dann sehe ich morgen wieder aus wie ein Streuselkuchen, aber ich liebe den Geschmack davon. Doch, das ist richtig lecker. Ich nehme wohl eine Brezel, weil die sind aus England und wir wissen, England ist für seine gute Küche bekannt. Ja, ich würde auch so eine Brezel, glaube ich, nehmen, aber ich würde nur eine nehmen. Sieht auf jeden Fall süß aus. So, das will ich da wirklich nehmen. Ist okay, ich nehme Brezel. Wir haben hier eine Erdnussbutter. Die Packung hat nicht gelogen. Würdest du dir kaufen? Also ich bin nicht so der Erdnussbutter-Mensch. In süßen Sachen zumindest nicht. Ich glaube, das ist das Erste, was ich mir kaufen würde. Ja, ich glaube auch. Das ist eigentlich ganz geil. Weil die Packung natürlich was Kleines, ne? So. Ich glaube, so eine ganze würde ich davon noch nicht essen können. Kennst du, es gibt auch, die heißen Wetzel's Pretzels. Da hast du so Laugenbällchen und dann kannst du die mit unterschiedlichen Toppings bestellen. Und das ist mit Zimt und Zucker. Man stellt sich das irgendwie komisch vor, aber das ist... Ich liebe das, es schmeckt so lecker. Also das ist mein Favorite auf jeden Fall. Also ich würde als Finisher die Dinger hier machen, da, oder? Die sind sauer, da würde ich passen, dann würde ich lieber das Klo auslutschen. Ich glaube, das ist auch sauer. Na dann. Super sauer zumindest drauf. Echt? Sauer Potti. Was ist mit denen hier, die so komisch aussehen? Ja, der probiere ich. Das ist, glaube ich, Lakritz, oder? Ja, also könnte sein. Das ist Lakritz, du musst mal gucken, was drin ist. Das ist irgendeine Chemikalie. Die dritte Zutat ganz unten ist deutsch. Das kann ich nicht aussprechen. Chlorid. Kann man ja mal probieren. Ich mag Lakritz. Komm, dann bin ich jetzt sehen so einfach nur aus wie Brennstäbe aus einem Atom. Aber ich glaube, die sind relativ bekannt in Amerika. Komm, gib mir das, Veronika, wenn du es möchtest, ich nehme es. Oh, das ist knüppelhart, ey. Ja, probieren wir mal. Boah, ist das hart. Ui. Ui. Das soll Lakritz sein. Das ist vielleicht zum Lutschen. Normales Lakritz. Oh. Jemand hatte feuchten Sprühschiss. Für die besonders trockenen Tage. Das Klo bei Rock am Ring auch raus. Ich glaube, das ist das gleiche Bonbon, was wir in dem Süßigkeiten-Video hatten, nur größer. Ja. Oh mein Gott. Okay, ist ein bisschen sauer. Aua. Jetzt die Füße. Das war ein Schock. Außer ein Diplom für, oder? Ja, ich das nicht auf. Magst du auch ein saures probieren? Ja, ich glaube, sauer habe ich eigentlich nicht so das Problem. Ich habe ein strukturelles Problem mit Lutscher aufmachen irgendwie. Das habe ich noch nie in meinem Leben gut hinbekommen. Haben wir denn Cola? Wahrscheinlich, ne? Mit Black Cherry. Sind halt so asozial sauer am Anfang und dann ist ganz schnell wieder weg. Ja, sind schon ein bisschen sauer, aber... Okay, ich glaube, ich hab's... Weil ich am Schreibtisch liegen habe, ist schlimmer. Hast du auch noch sowas? Mhm. Okay, dieser Lutscher sieht erstmal richtig abartig eklig aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob man den anfokussieren kann, aber es ist, glaube ich, der ekligste Lutscher, den ich mir hier in die Schnute gesteckt habe. Er schmeckt nach nichts, er schmeckt nicht mal süß. Jetzt dippen wir den mal in den Pott rein. Und ich wette, auch das könnte Timo durch die Nase ziehen. Dann stecken wir uns den jetzt nochmal in die Schnute.
schmeckt 0,0 sauer. Also es ist kein Sour-Potty, es ist einfach Erdbeer-Potty, glaube ich. Es schmeckt auch relativ wenig. Ich glaube ganz ehrlich, dass mir einfach dieses Stroulette-Ding meine kompletten Geschmacksnerven hops genommen hat. Ja, doch. Ja. Ja, zwischendurch sind mal so kleine saure Dinge drin, aber geht jetzt voll in Ordnung. Alles im Mund. Alles? Ja. Ich glaube, dann huste ich. Zu dem Content, bitte. Ich will aber, dass Timo sich das durch die Nase zieht. Timo ist aber leider nicht da. Mach einfach eine Leine. Das für Timo? Ja. Schmeckt Pfeife. Ja, nee, ist nicht gut. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen saurer als gedacht, aber würde es mir auf keinen Fall kaufen. 0 von 5. Das war doch ein ausgewogenes Frühstück. Ist doch super. Kann man direkt gut in den Tag starten. Okay, wollt ihr alle zusammen noch einen Schluss machen für das Video? Ist das ganze Video jetzt vorbei? Ja, außer ich finde noch was, was wir vloggen können diese Woche. Das ist aber traurig. Lasst trotzdem ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Cool. Sonst noch was? Nee, passt schon. Tschüss. Tschüss.